Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit Mod Long War Season 5. Auf uns wartet hier ein kleines UFO, das gelandet ist. Und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Wir stellen sofort ein Team zusammen. Theodor wird dieses Team anführen. Ja, ich muss euch noch alle neu ausrüsten. Delaram kommt auch mit. Als Sniper nehmen wir mal einen Sander mit, weil er kurz vom Level absteht. Als Gunner nehmen wir Enku Call mit. Jeremy übernimmt den Arxthrower. Cookie als Sanitäter. Matthias als Rocketeer. Dann habe ich noch einen Platz frei für einen. Ja, für einen weiteren Soldaten. Will ich dafür einen. Na komm, wir nehmen noch einen Assault mit. Weil dann haben wir die Hälfte schon mal wieder angezogen. So, erstmal die taktische Rüstung. 78 Treffsicherheit. Deswegen ist das schwere Lasergewehr mit. Da du das schwere Lasergewehr dabei hast, könntest du vielleicht. Ein Scope mitnehmen, damit du besser triffst. Und dann maximieren wir deine Treffsicherheit noch mit dem Laservisier. Jo. Gut, unsere Shatterrays sind soweit fertig. Beziehungsweise unsere Streulaser. Handgranaten eher weniger. Nehmen wir doch stattdessen ein Medikit. Und zusätzliche Munition, eine Blendgranate mit. Jo. So, Sander, du probierst als erstes das neue Scharfschützengewehr aus. Ersatzmedikit ist in Ordnung. Anchor Call Autolaser. Nee, Pulsbogen nicht. Ach so ist das. Lass den Bewegungsmelder mal hier. Nimm dann doch bitte Enku Call mit. Danke. Wir wollen ja nicht aus alten Gewohnheiten rausrutschen. So, dann hier erstmal eine Shatterray. Und einen Pulsbogen. Zwei AP-Granaten, ist gelandetes UFO, ja. Passt schon so. Du nimmst erstmal eine vernünftige Rüstung mit. Bekommst auch einen Streulaser und eine Rauchgranate und Medikits. So, Matthias. Alles klar, da gibt es nicht viel zu machen. Und dann nur noch Sanku. Rüstung, Streulaser und. Ich werde noch den zweiten Pulsbogen, damit wir noch einen weiteren Versuch haben. Ich werde noch ein Medikit. Und dann können wir auch schon aufbrechen. Los geht's. Was das landet auch. Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Oha. Großes Land. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Das Raumschiff ist nahe einer kleinen Provinzstadt gelandet. Wir sollten die Stelle sichern und von allen Feinden säubern, die wir dort aufspüren können. Wird erledigt, Bradford. Ja, damals war Bradford noch jung und ein bisschen grün hinter den Ohren, aber er hat seinen Job gut gemacht. Hier spricht Big Sky. Sind in Position nahe der feindlichen Landezone. Strike One wartet auf Befehl zum Vorrücken. Verstanden, Big Sky. Das war eine Landung, kein Absturz. Rechnen Sie mit erbittertem Widerstand. Nun gut, wir rücken trotzdem mal ein bisschen vor. Bin unterwegs. So, Sander.
Stell dich doch mal bitte hier hin. Wo bekomme ich eine Rakete bereit? Hier. Theodor geht weiter nach vorne. Ich glaube, wir holen uns direkt den Outsider, wenn uns jetzt kein Gegner ins Gesicht springt. Verstanden, Commander. In Bewegung. Und dann warten wir einfach ab, bis die Gegner kommen. Hört sich nach einem Plan an, oder? Floater? Rücke aus. Also der Outsider ist alleine, wie es aussieht. Begebe mich auf Position. I'm on it, Commander. Bin dran. Schön vorsichtig. Da kannst du dann nach links nicht vorbeischießen. Stimmt. Das ging ja damals noch nicht. Bin unterwegs. Jetzt hätte ich ihn beinahe hier hingestellt und mich dann gewundert, wenn da ein Gegner aufgetaucht hätte. Warum kannst du nicht schießen? Nun gut. Moving to position. Die Frage ist, wo sind... Ach, die sind da hinten irgendwo. Still! Habt ihr was gehört? Verstanden, Commander. Also, er ist direkt bei uns in der Nähe. Verstanden, Commander. So, vielleicht sehen wir den ja direkt. Gut. Dann können wir schon mal die Gefangennahme einleiten. Okay. On my way. Auf dem Weg. Ich mach mich los. Geh mal hier hin. Auf die Gefahr hin, dass du ihn von da aus nicht siehst. Heading for that location. So, nur noch du. Na guck mal, Sika. Waffe ist entsichert. Ganz schön Menge. Na, kommt näher. Ja, kann sich sehen lassen. Dann beginnen wir doch direkt mal mit einer Rakete. Target locked. Das hat gefetzt. So, wer will einen Kill? Bin unterwegs. 1%. Das bringt's nicht. Sander, sag mir, dass du ihn siehst. Wundervoll. 99% nehme ich mit. Naja, fast. Bin dran. Weißt du was? Mach hier mal Platz. Theodor, du gehst mal hier rum. 56% immerhin. Daneben geschossen. Gibt's doch gar nicht. Dann müssen wir wohl oder übel noch ein bisschen abwarten. Wobei, kommst du da in Entführungsreichweite? Nein. Nee, komm. Zieh dich mal hierhin zurück. Und da kommen auch noch die Floater.
Gut. Oh oh. Au! Mit 27% trifft der. Ah, da hinten ist Melt. Sander, siehst du etwas? 79% sind geboten und es reicht für einen Kill. Gut gemacht. Mit den Floatern möchte ich mich ehrlich gesagt noch nicht anlegen. Jetzt ein bisschen schmerzhaft enden. Nee, komm, lass mal stecken. Bin unterwegs. So, da bewegt sich der erste. Theodor. An der Kante hängen geblieben. Negativschaden. Feldposten 1. Oh, der launcht hinter uns. Gut. Deck die Flanken! Ich werde flankieren! Ich muss eine neue Deckung suchen über meine Flanke. Krieg ich etwas Unterstützung? Oh oh. Ach, da hinten ist er. Knapp daneben ist auch vorbei, Freundchen. So, guck mal, da sind sie ja. Dann kommt jetzt erstmal die Shredder zum Einsatz. Bitte triff so, wie ich es erwarte. Ja, das war sehr gut. Dann bräuchte ich jemanden, der mir mal die ganzen Overwatches triggert. Dafür haben wir Delaram dabei. Gut. Overwatch 1. Geht daneben. In Deckung. Overwatch 2. Geht auch daneben. Sehr gut. Liege unter Beschuss. So. Zahn, du holst jetzt mal den hier mit Running Gun. Du kommst doch hin, oder? Jo. Gehe zum Angriff über. Renne! Und sag mal Adios, Muchacho, zu dem. Hab sie. So, Sander, du siehst ja zwei Ziele. Ein Floater würde ich mal als gefährlicher einstufen. Sehr gut. Kann ich angreifen? Und du schießt mir mal auf den Seeker. Gut. Waffe leer. Und Schuss. Angreifen. Kann weitergehen. Dann hätte ich gerne eine Rauchgranate da oben. Dampf unterwegs. Und ich wollte mir zuerst den Outsider holen. Ach ja, schön. Ihr wartet auf eure Chance. Ach, mach doch nicht so einen Quatsch. Nun gut, zwei aktive Floater, das ist ein Problem. Du verarztest dich erstmal selbst. Und du wechselst mir mal bitte in die volle Deckung. Und wirfst da mal einen Battlescanner hin, damit wir sehen, was die machen. Big Brother ist online. Guck mal, da sind wir ja. Jetzt wäre es cool, wenn Sander durchs UFO durchschießen könnte. Kann er leider nicht. In Bewegung! Bereit zum Angriff! Hier müssen wir leider abwarten.
Na, kommt wieder zurück. Ah, Theodor, mach ein Blatt. Wunderbar. Da war es nur noch einer. Sander? Du siehst ihn leider nicht. Wer sieht ihn überhaupt? Ich glaube, der Battlescanner, wenn ich mich nicht täusche. Außer Raketenreichweite hat der ein Glück. Nun gut, komm doch bitte wieder näher ran. Da ist er. Sander, siehst du ihn? Oh, Scar flankiert. Wunderbar, weg damit. Gut. Dann bringen wir uns mal in Position. Du kommst als Sicherung wieder zurück. Ey, da lugst du mir ums Eck rum. Geh nur hier hin. In Bewegung. Eigentlich dürften wir ihn nicht sehen, wenn wir uns hier hinstellen, oder? Nein, gut. Und hier dürften wir ihn auch nicht sehen. Nein. Also, Jeremy, ein bisschen näher ran. Sander hat bereits geschossen. Ich bräuchte jemand mit einer kleineren Waffe näher dran. Und du gehörst dann mir, Freundchen. Ich merke gerade, dass ich ihn von der Seite aus überraschen muss. Ich mach mich los. Feind in Kuckuck. So ist fein. Watch the flanks. Move in the flank. Deck die Flanken. 51%. Gut. Werde ich ja nicht die Flashbangs dabei? Keiner? Ja, fängt ja gut an. Nee, hier drüben. Ja. Renne! Also gut. Ha, 6 Schaden. Mit einer Rakete kann ich ihn nicht anhitten. Ist doch schon mal schlecht. Gehe zum Angriff über. Verstanden. Unterwegs. So, dann zeig mir mal die Pistole und sag mir, dass du damit gut treffen kannst. 40%. Daneben. Daneben. Ja, das habe ich doch auch gerade gesagt. Hörst du mir nicht zu? Ich bräuchte noch irgendwie einen Pistolenschuss. Ich mach mich los. Wobei, das machen wir jetzt mal ziemlich simpel. Genau. Dann gönnen wir uns hier nämlich eine Rauchgranate. Ist das von hier aus eine Flankierung? Copy that.
Gut. So, jetzt müssen wir mal mit ein paar Pistolen flankieren. Und maximalen Schaden. Oh oh. Ich habe nicht überprüft, ob er, wie soll ich sagen, Close Combat hat. Oh no. Drücke aus. Ach ja, da bist du flankiert, oder? Hm. Na komm, mit der Shatter Ray werden wir doch hoffentlich genug Schaden machen, ohne ihn direkt zu töten. 4. Wobei, machen wir es doch so. Nein, 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 du schießt mal nicht. Kein Crit. So, guter Versuch. So, Jeremy. Versuch 1. 42%. Nein. Das finde ich aber schade. Blendgranate? Du dürfte eigentlich gar nichts mehr treffen. Und nee, der wird rennen. Halte ihn unten. Aber ich habe keine andere Wahl. Rücke aus. Ah, gut. Der macht das einzig Vernünftige. So, letzter Versuch. Wobei, wir könnten erstmal schauen. Guter Versuch. Du hast keine Pistolenkugeln mehr. Geh erstmal hier hin. Dann schießt erstmal Matthias auf ihn. Macht leider nur 2 Schaden. Rücke vor. 66%? Nein. Das ist nicht gut. Ja, denke ich mir auch. Gut, Versuch Nummer 2. Ah, gut. 1. Stay good tonight. Nein. It's not stunned. Watch it. 2. Hoffentlich klappt das. Ich glaube, den kriegen wir nicht down. Ist fehlgeschlagen. Komm, schieß ihn über den Haufen. Oder überlassen wir es mal dir, Sherry. Du brauchst ja auch Kills. Ein weiterer Tag, eine weitere erfolgreiche Operation. So sieht's aus, Bradford. So sieht's aus. Schade, dass es mit der Gefangennahme nicht geklappt hat. Beeindruckende Arbeit, Commander. Nach so einem Einsatz müssen unsere Soldaten zufrieden sein. Ja, ich glaube auch. Und wir gönnen uns mal den Scharfschützen. Und Theodor bekommt von mir Lockenlaut. Wunderbar. Jetzt kann er auch nachladen. Am Ende, also am Beginn eines Zuges, ohne seinen gesamten Zug zu beenden. Ist doch schön. 41 Alien-Legierungen. Na, ja, passt. So, und dann haben wir immer noch hier ein UFO. Kontakt entdeckt. Ja, gut. Ein paar Stunden haben wir ja noch Zeit. Naja, wenigstens haben wir jetzt bessere Waffen. Ist da auch schon mal was wert.
Gut, wir stellen schon mal das Team zusammen und fliegen schon mal hin. Dann können wir in der nächsten Folge direkt loslegen. So, Estella übernimmt hier die Aufklärung. Vienna den Sniper-Job. Aldey Masango führt den Trupp an. Bitte mal alles abgeben. Danke. Jorgensen kommt als Gunner mit. Ich nehme diesmal zwei Gunner mit. Ein Medic und ein Rocketeer. Nuhalla und Daria. Und dann fehlt mir eigentlich nur noch... Assault kommt nicht mit. Ein Ingenieur. AKA Techniker. Emma, du bist am Start. Lass mal schnell alle ausrüsten. Ich wäre fast dafür, dass wir in diesem Fall das Laser Strike Rifle mitnehmen. Ich habe mir schon das Präzisionsziel-Fernrohr gebastelt. Dann nimmst du mir vielleicht noch Blendgranaten mit. So, wie ein Laser-Scharfschützengewehr. Ist gebonkt. Und noch ein ganz gewöhnliches Laservisier. Passt. Masango den schweren Laser. Und das Zielfernrohr. Ne, komm, auf zusätzliche Zielgenauigkeit verzichten wir diesmal. Autolaser und ein Bewegungsmelder. Autolaser und vielleicht eine Flashbang. Backup Medikit. Ja. Hier mal ein Streulaser. Rauchgranaten. Und du nimmst mir die Shatter Ray mit. Zusätzliche Battlescanner hören sich schon mal nach einem guten Plan an. Vielleicht sollten wir auf den Pulsbogen verzichten, da ich mir nicht sicher bin, was das für ein UFO-Typ ist. Nee, wir gehen da einfach rein, machen alle Aliens platt und gehen wieder nach Hause. Jo, das ist der Plan. Na dann, los geht's. Schauen wir uns jetzt mal das UFO an, welches wir da einnehmen werden, beziehungsweise erobern. Und wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Das UFO ist in einem abgelegenen Gebiet gelandet, wodurch sich das Risiko für die umliegenden Ortschaften verringern dürfte. Wir müssen die Gegend auskundschaften und alle Feinde ausschalten. Das ist doch gut. Naja, nix wie hinter. Was haben wir denn da? HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Ein Abduktor. Gut, meine Freunde, dann werden wir uns in der nächsten Folge um diesen Abduktor hier kümmern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.